Herr Kollege. Prost. Christian Wieder, ein Burgenländer par excellence, hat starke Höhenangst, das stimmt, gell? Ob der Gehsteigkanten, glaube ich, geht's los. Das ist schon der maximale Höhenunterschied, was zum Tolerieren ist. Wir kennen uns seit knapp 20 Jahren, sind miteinander durch dick und dick gegangen. Und er ist Händelbauer, das darf man auch dazu sagen, aber ist das schon weniger geworden? Ich bin am Abbauen. Am Abbauen, aber er war mal ein großer Großviehzüchter. Bierbrauer und sehr vielseitiger Musikant und ist zum Brauchen in der Big Band und in der Tanzelmusik und in der bämischen Besetzung und sogar ein Symphonieorchester da, der mit zu trauen. Ich fühle mich geehrt, Herr Kollege. Sehr, sehr gern. Verlegerkompagnon seit einigen Jahren. Und ja, man muss sagen, wir haben was erlebt. Wir haben was erlebt. Dann übernehme ich jetzt, Herr Kollege, Bernhard Holl. Gebürtiger Salzburger. In die Steiermark nach Jonsbach im Gesäuse emigriert, ist klassisch ausgebildeter Posaunist, hat aber vorher noch eine Sicherheitsvariante gewählt in der Holzbau HTL, stimmt das, in Google? Ja, ganz genau so. Für Holzbau? Für Holzwirtschaft. Für Holzwirtschaft, und Betriebsmanagement, ja. Das muss man. Ja, das hat er sicher nicht geschafft für den weiteren Werdegang, weil du bist ja wirtschaftlich rege unterwegs, könnte ich sagen. Er ist der Chef der Wiederer Musik. Er hat einen Verlag mit sämtlichen Noten. Er ist ein vielseitiger Musikant, aber wahrscheinlich ist sein Steckenpferd die Volksmusik, würde ich mal sagen. Und ich bin mir fast sicher, in 50 Jahren, wenn wir vielleicht nicht mehr sein, und für andere auch nicht, steht in Wikipedia, Bernhard Holl war ein Wegbereiter der Volksmusik, gemeinsam mit Großnamen wie Franz Bosch und so weiter und so. Bin ich mir fast sicher. Wow, Herr Kollege. Das ehrt mich jetzt, Herr Kollege. Sehr gern. Ehre. Den Bier gibt es ja.